denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja dazu da, den gesellschaftlichen Diskurs in seiner Unabhängigkeit zu vitalisieren. Das heißt, er muss ihn am Leben halten, er muss ihn stimulieren, er muss ihn anregen. Und das ist ein ganz wichtiges Element in einer Demokratie, dass zwischen der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft und dem Staat eine Zwischensphäre existiert, die vermittelt, die anregt, die kritisiert. Und das sind die Medien und im Besonderen die öffentlich-rechtlichen Medien. Nun ist es aber in allen öffentlich-rechtlichen Sendern so, dass in den Verwaltungsräten jene Parteien den größten Einfluss haben, die an der Regierung sind. Auch mit dem Argument, dass sie schließlich die größte demokratische Legitimation haben. Aber wie weit sollte ihr Einfluss gehen? Das stimmt schon. Journalisten sind ja nicht demokratisch legitimiert. Parteien sind demokratisch legitimiert. Nur sollte man in einem demokratischen Bewusstsein auch davon ausgehen oder anerkennen, dass Parteien nach anderen Kriterien funktionieren als Medien. Die haben auch eine andere Funktion. Und bei den Medien kommt es darauf an, dass sie eben unabhängig und objektiv berichten und kritisch berichten und auch eine Kontrollfunktion über die Parteien ausüben. Deswegen ist diese Konstruktion, die ja in fast allen, vor allem europäischen, zentraleuropäischen Ländern da ist, dass dann die Kontrollorganismen, die Gremien von den Parteien bestückt werden und ernannt werden, eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn ein Parteienvertreter tendiert natürlich dazu, zu schauen, ob seine Parteiinteressen genügend zum Ausdruck kommen. Wie löst man dann diesen Widerspruch in sich? Ja, das ist ein fast unlösbarer Widerspruch. Aber ich glaube, er kann nur gelöst werden, wenn in der Öffentlichkeit, also wenn die Bürger, die Zuhörer beim Radio, die Zuschauer beim Fernsehen, die Leser bei den Zeitungen davon überzeugt sind, dass diese Medien eine ganz zentrale Funktion ausüben, auch gegenüber der Politik. Nur so kann man diese Funktion dann wirklich auch in die Tat umsetzen. Die Parteien und der Staat, Regierungen, werden immer dazu tendieren, ihren Standpunkt als den richtigen anzusehen, das ist auch legitim, und auch versuchen, den möglichst stark in der Öffentlichkeit zu vertreten. Aber das ist nicht die Aufgabe der Medien. Das sind zwei ganz unterschiedliche Funktionen. Und wenn das nicht in der Bevölkerung verankert ist, dieses Bewusstsein, dann nützen die ganzen Kontrollgremien und die ganzen Gesetze über die Unabhängigkeit und Objektivität gar nichts. Nun gibt es kritische Stimmen, die sagen, der Einfluss der Südtiroler Landesregierung wird mit dem Übergang der Reihe ans Land zunehmen, nach dem Motto, wer zahlt, schafft an. Eine zwingende Logik für Sie? Nein, das kommt natürlich jetzt darauf an, wie die Südtiroler Landesregierung steht zu diesen Fragen, die wir gerade erwähnt haben. Wenn die Landesregierung versteht, dass unabhängige Medien und kritische Medien ein ganz wichtiges Element sind, auch für sie, um auf ihre eigenen Schwächen und auch Missstände draufzukommen und aufmerksam gemacht zu werden und sich mit den Herausforderungen dauernd auseinanderzusetzen, wenn sie versteht, dass das ganz wichtig ist für eine Demokratie, dann glaube ich, ist die Gefahr der Einflussnahme geringer. Natürlich besteht das Risiko, aber es gibt auch Mechanismen, die das Risiko eingrenzen können. Welche? Ja, es gibt zum Beispiel jetzt von der journalistischen Seite her, Journalismus ist ja ein Beruf, den muss man gelernt haben. In Italien gibt es sogar eine staatliche Prüfung, eine Journalistenprüfung. Und deswegen hat der Journalist dann eine professionelle Legitimation. Er ist nicht gewählt worden, aber wenigstens kann man davon ausgehen, dass er sein Handwerk kennt. Und er weiß, dass er unabhängig zu recherchieren hat, dass er ohne Rücksicht auf die Folgen zu berichten hat und transparent zu sein. Das ist eine ganz wichtige, sensible gesellschaftliche Aufgabe. Und um diese zu schützen, gibt es auch das Redakteursstatut. Das haben die Journalisten der Reihe, so wie das die Journalisten im ORF haben, im Corriere della Sera haben, dass sie nicht gezwungen werden dürfen, Dinge zu berichten, die ihrer Meinung nach nicht richtig sind, nicht wahr sind. Und dann gehört noch als letztes Element dazu die Zivilcourage, dass die Journalisten dann wirklich auch das einfordern, dass sie sagen, nein, ich habe das recherchiert, das ist ein Missstand und da kann mir weiß Gott wer drohen, ich werde trotzdem darüber berichten. So funktioniert's und sonst funktioniert's nicht. Und welche Aufgabe haben die leitenden Redakteure, die Chefredakteure im Besonderen? Ja, die sollten ja eigentlich die Vertreter
der Redakteure nach außen sein. Also nach innen organisieren sie die Arbeit, aber nach außen müssen sie genau diese Prinzipien vertreten. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es wahrscheinlich weniger entscheidend jetzt, wer den Senderbozen finanziert, als wer die Chefredakteure sind und mit welcher Einstellung sie hinkommen, um die Arbeit zu organisieren und durchzuführen. Sie haben ja jahrzehntelang für den ORF gearbeitet, auch in leitenden Funktionen. Welche Überwachungsorgane und Garantien gibt es im ORF, die Ihrer Erfahrung nach gut funktionieren? Also ich habe 20 Jahre lang als Korrespondent gearbeitet im Ausland und habe nicht einmal irgendeine Intervention oder einen politischen Druck gehabt. Ein einziges Mal kann ich mich erinnern, und das ist dann gescheitert, weil ich mich geweigert habe, das zu machen. Und die Interventionen habe ich eigentlich erst kennengelernt, wie ich Chefredakteur der Information war in Wien, für den österreichischen Rundfunk, und wo natürlich sehr stark die Bestrebungen da waren von den Parteien, ihren Standpunkt möglichst breit in diesen Programmen unterzubringen. Und das war ein ganz starker Kampf, und ich glaube, dass wir den ganz gut bestanden haben. Die Kontrollmechanismen, die es gibt, sind, glaube ich, sehr stark formal definiert und in der wirklichen Auseinandersetzung nicht sehr hilfreich. Im österreichischen Rundfunkgesetz steht, dass der Aufsichtsrat des ORF, der Stiftungsrat, unabhängig bestückt sein muss von unabhängigen Leuten. In Wirklichkeit widerspiegeln sie genau die Parteienlandschaft. Und es hat vor allem in den letzten Jahren nicht einmal einen Fall gegeben, wo ein Stiftungsrat dann anders abgestimmt hätte, als seine Partei ihm vorgegeben hat. Also da zweifle ich sehr stark an der Unabhängigkeit. Also Sie setzen mehr auf die Redakteure und die Chefredakteure, die tatsächlich für die politische Berichterstattung verantwortlich sind? Ich würde sagen, ja. Die Redakteure müssen eine gute Ausbildung haben. Sie müssen absolut professionell arbeiten, dass ihnen keine Fehler unterlaufen. Sie müssen genau und hartnäckig recherchieren und das dann auch so präzise und transparent berichten. Das ist die einzige Garantie für eine freie Information. Und das andere, der Chefredakteur hat natürlich die Funktion, das zu vertreten nach außen und da abzuwägen und zu schauen, welche Themen tatsächlich relevant sind und gebracht werden müssen. Und wenn es dann politischen Druck gibt, sich gegen diesen Druck zu wehren. Das wäre eigentlich die Funktion eines Chefredakteurs. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe das 4 Jahre lang gemacht, das ist ein Saujob, würde ich sagen, sehr, sehr anstrengend. Man wird einem unglaublichen psychischen Druck ausgesetzt, weil man ja auch die Entscheidungen, die man trifft, sie ja nicht hundertprozentig rechtfertigen kann, weil vielleicht trifft man mal eine falsche Entscheidung. Journalismus ist keine Wissenschaft, es gibt keine objektiven Kriterien. Es ist sehr viel eine subjektive Einschätzung. Und da braucht es eben Menschen, die professionell gut ausgebildet sind und charakterlich auch die Stärke haben, etwas durchzusetzen, was gegen die allgemeine Meinung geht oder gegen politischen Druck oder gegen politische Macht. Das muss man von einem Journalisten verlangen. Sie haben von Intervention gesprochen. Was ist zulässige Kritik, die von außen kommt, und was ist nicht zulässige Intervention? Wo sehen Sie da die Grenze? Mein Prinzip war immer, dass ich über eine Nachrichtensendung erst spreche, wenn sie vorbei ist. Also wenn dann jemand anruft und sagt, ich glaube, ich bin unfair behandelt worden oder mein Standpunkt ist nicht richtig wiedergegeben worden oder man hat mich in die falsche Ecke gestellt, dann bin ich gern bereit, darüber zu diskutieren. Und wenn tatsächlich ein Fehler da ist, kann man das auch irgendwann wieder korrigieren, so auf Dauer. Aber ich habe mich immer geweigert, im Vorhinein zu diskutieren, ob ein Thema gemacht wird, gebracht wird, das ist eine journalistische Entscheidung. Der Politiker, der eine Pressekonferenz gibt, kann nicht entscheiden, welches Thema dem Redakteur wichtig erscheint und mit welchem Thema er in der Nachrichtensendung vorkommt. Nun sind ja die öffentlich-rechtlichen Sender zur Meinungsvielfalt, zum Pluralismus verpflichtet, aber wie kann man das messen? Messen kann man es eigentlich nicht. Wenn man aber über einen längeren Zeitraum, und im österreichischen Rundfunkgesetz ist ausdrücklich definiert, über einen längeren Zeitraum betrachtet, sollen alle gesellschaftlich relevanten Positionen zum Ausdruck kommen. Und da braucht es die Professionalität und den guten Willen auch der Redakteure oder der Chefredakteure, eben zu sagen, ich bin so aufgeschlossen, selbst wenn ich persönlich ganz anderer Meinung bin, dass
Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, bei uns vorkommen, dass man versucht, möglichst unterschiedlich auch gegensätzliche Positionen zu diesem Thema einzusammeln und darzulegen, sodass der Zuhörer oder der Zuschauer sich sein eigenes Urteil bilden kann. Denn das macht ja einen mündigen Bürger aus. Er muss ja dann entscheiden am Tag der Wahl, welche Position ihm lieber ist. Und dazu braucht er die notwendigen Informationen von allen Seiten, um sich selbst ein Urteil bilden zu können. Und das ist die demokratiepolitische Aufgabe, die man erfüllen muss. Sagt Franz Kössler. Der aus St. Pauls gebürtige Journalist war 31 Jahre für den ORF tätig, darunter als Auslandskorrespondent in Washington, Moskau und London. Kössler war auch 4 Jahre lang Vize-Chefredakteur der Information Fernsehen und Chef der Hauptnachrichtensendung Zeit im Bild 1. Damit sind wir am Ende des Morgengesprächs. Gunda Regensberger verabschiedet sich und wünscht noch einen schönen Tag. Heute Nachmittag im Radio, Radio Wohnzimmer. Die meisten von uns sind auf der Suche nach Liebe, nach einem Partner und nach dem privaten Glück. Doch die Gesellschaft verändert sich